Schön. Jetzt kann es warm werden. Schön. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen in der Feldschmiede Neu-Ekels beim Teil 4 Lernen zu schmieden. Projekt Bau der Gasesse. Brenner hatten wir gestern. Heute geht's an der Esse weiter. Ich bin Onkel Jan und habe Angst vor Rasierapparaten und jetzt geht das fürchterlich los. Aber bevor das losgeht, ich brauche erstmal einen Kaffee. Moment. Egal. Heute geht's an der Esse weiter. Ich war ein bisschen shoppen, also auf Beutefang kann man schon fast sagen. In den Kommentaren wurde schon geschrieben, von wegen, du brauchst noch zwei Schamottsteine extra. Ja, habe ich im vorletzten Video, glaube ich, schon gesagt. Und die habe ich besorgt. Dann habe ich für den Brenner habe ich mir noch ein paar 90-Grad-Winkel besorgt. Was wollte ich noch? Was hatte ich denn noch? Ach ja, Bohrer brauchte ich noch, also ein bisschen Kleinkram. Und ich brauche ja ein. So. Andauernd liegt hier was im Weg. Ich brauche noch ein Gehäuse. Und ich habe eingekauft. Ich war beim Metallbauer in der Schlosserei in Ogan-Schott und da habe ich ein schönes großes Stück, Reststück Tropfenblech in 4 mm Wandstärke bekommen. Und das hole ich jetzt erstmal aus dem Auto. Ahnung, was das gibt. 30 Kilo sind das locker. Womit wir wieder bei der Kostenrechnung von gestern wären. Schamottsteine, Kleinkram, Bohrer. Ich habe neulich meinen 5 mm Bohrer zersägt. Und wer es noch nicht wusste, ich hole mir immer die HSSG-Bohrer von Bosch. Die sind super, die haben eine recht hohe Standzeit und können echt eine Menge Haue ab. Und da habe ich eigentlich immer welche von da. So, und 90-Grad-Bögen. Die kommen oben auf den Brenner drauf, damit der Schlauch nicht so nach oben weg muss, sondern dass er gleich im rechten Winkel weggeführt wird. Ich denke mal, das sieht dann noch ein bisschen besser aus. Kommt natürlich gleich in die Sortimentskiste. Hatten sie leider nicht in Messingfarben da. Hatten sie nur vernickelt. Naja, ist ja nicht so schlimm. Kommt auf die Optik nicht an. Na? So. Also. Ein Häuschen bauen dafür. So. Ach, ist das schön. Und eine Sortimentskiste, wo man dann die ganzen Fitten hier drin hat, das ist wunderbar. So, du kommst erstmal dahin. Ja, und jetzt habe ich hier so einen dicken Okolyten von einer Stahlplatte. Na, nochmal messen. Ui. Sogar 5 mm. Und ich habe echt nicht viel dafür bezahlt. Also wenn ich jetzt hier nach Aurich zu Böwe gefahren wäre und ich hätte mir da so ein Meter mal 2 Meter Stück von geholt. Tropfenblech im 5 mm, schwarz, locker 80 Euro mindestens für das Reststück. Wenn man gerade so ein Zwanni hingelegt. Ja? Also wenn ihr Material braucht, geht zum Schrottplatz eures Vertrauens oder ihr habt einen Metallbauer um die Ecke und fragt mal, klopf mal an, frag mal nach, darf ich euch ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißen? Ich brauche mal ein bisschen was aus der Restekiste. Wer lieb fragt, der kriegt meistens auch. Und finde ich sehr cool. Und jetzt mache ich mir erstmal Gedanken darüber, was ich da für Maße brauche. Ich muss eben nochmal gucken, wo ich meine Steinwolle hingeschmissen habe. Und dann messen wir mal ein bisschen und dann geht's weiter. So, folgender Plan. Müssen wir messen und malen
und gucken, wo wir hinkommen. Und zwar, jetzt habe ich ja als Basis, das ist jetzt also die Basis, die ich habe. So. Da haben wir jetzt 25, ja, gehen wir mal ein bisschen mehr, 25,5 cm. Mal messen, wie dick ist die Steinwolle? 6 cm. Das heißt 6 cm, die Steinwolle darf aber ruhig ein bisschen kompakter sein. Die darf ruhig ein bisschen zusammengedrückt werden. Nein, das ist zu weit, Jan. So, gehen wir jetzt mal davon aus, 35 cm. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, die Außenhülle wird, der Deckel quasi, wird eine Dicke von 35, wird eine Breite von 35 cm haben. Das haben wir schon mal, das ist gut. Weil dann kann ich hier die Steinwolle später schön ranstopfen. Das Ding ist, ich muss mir natürlich Gedanken machen, wie halte ich die, Schamottsteine in Position. Ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich dann in die, in das Gehäuse irgendwie Winkel mit einarbeite oder was, wo die Steine in Position halten. Ich könnte natürlich jetzt auch schon beigehen und könnte jetzt die Steine einmauern oder aufmauern, wie auch immer. Aber eigentlich möchte ich das ja gerne so machen, dass ich später das Ganze wieder zerlegen, ohne Probleme mal zerlegen kann. Wenn die Steine beispielsweise irgendwann mal verbrannt sind oder was, dass ich die ohne weiteres austauschen kann. Weil auch Schamott leidet mit der Zeit und diese hier, die werden richtig leiden, weil 1300, 1400 Grad können hier schon locker drin entstehen, vor allem mit zwei Brennern. Das wird ein Heidenspaß. Na, da muss ich mir natürlich Gedanken machen, Punkte für die beiden Brenner setzen. So relativ mittig. Und jetzt schrieb gestern in den Kommentaren, gestern oder heute schrieb einer in den Kommentaren, meinst du nicht, dass zwei Brenner für diese Esse Overkill sind? Ja, das ist gut möglich, dass zwei Brenner für diese relativ kleine Esse Overkill sind. Aber auf die Art und Weise kriege ich schnell Temperatur rein. Und wenn ich dann auch irgendwann später mal, sagen wir mal, ein Damask-Paket machen will oder was, dann kann ich auf die Art und Weise, habe ich dann die hohe Temperatur. Ich werde es aber wohl auch so bauen, dass ich mir in der Mitte von der Esse eine Aufnahme für einen Brenner mache, dass ich dann theoretisch beigehen kann und sagen, alles klar, ich betreibe die Esse erstmal nur mit einem Brenner. Mal gucken. Also die Option halte ich mir offen. Ja, und ich denke auch mal, das werde ich machen. Ich werde zwei Löcher machen, in jeden Stein einen in der Mitte, einen mittig und dann nochmal zwischen den beiden Steinen werde ich dann auch nochmal ein Loch setzen. So. Wie gesagt, Deckel 35 cm. Hier haben wir jetzt eine Höhe von 16 plus 5 macht 21. Ja, 21 cm nach oben. Also das sollte man relativ, das kann man sich merken. Und was natürlich ist, das sind 25 cm. Das behalte ich auch dabei. Machen wir ein bisschen mehr, 25,5. Haben wir ein bisschen Luft, ein bisschen Spielraum, das darf ruhig sein. Letztendlich, das Grundgehäuse werde ich dann, denke ich mal, ach nee, stimmt nicht. Warte mal. Doch, ist richtig. Ich hatte gerade einen Denkfehler wegen der Steinwolle. Das ist richtig, also letztendlich wird dann die Front quasi, ich sag jetzt mal, der Giebel der Esse, der wird dann quasi die Schamottsteine einfassen und dann kommen kleine Winkel mit dran, dass die Steine dann gehalten werden. Ja, ich denke mal, das könnte funktionieren. Da bin ich mir sogar sehr sicher, dass das funktioniert. Und dann kommen letztendlich dann, wenn ich dann die Außenwand habe, kommen an die Außenwand kommen kleine Winkelstücke dran mit Löchern und dass ich die dann auf der Basisplatte hier festschrauben kann. Ja, das wird funktionieren. Kein Ei hat für nirgends. So. Dübels. Ist das schwer. Das sind 29,5. Das heißt, schneiden muss ich so oder so. So, das hier ist die
kann man nicht sehen. So. Hier wurde mal geschnitten an dieser Kante. Das ist die Kante, die gerade ist. So. Und das erste Blech, was ich schneiden werde, 25 mal 35. So. Das wäre hier. Ja. 25,5 habe ich gesagt. Runterschleifen können wir immer noch. Na? Ich könnte mal einen größeren Winkel gebrauchen. Fällt mir gerade an. Aber der reicht gerade so. Das übliche Spiel, wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Mal hier schön an die Linie ansetzen. Dass wir auch schön in der Flucht sind. So, und wie schneiden wir? Mit der Stichsäge? Könnte funktionieren, oder? Gucken wir mal. Wo so spät ist es noch nicht. Ich kann das auch noch locker mit dem Winkelschleifer schneiden. Und machen wir doch einfach mal. 5 mm Stahl mit dem Winkelschleifer, schaffen wir das? Probieren wir es aus. Also, Akku. Ne? Kann er, man sollte auch mit einem vollen Akku anfangen, dann hält er noch ein bisschen besser. Aber schafft er. Mal gucken. Ja. So in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Überleg gerade, ich kann es natürlich ein bisschen breiter lassen. Aber wird das einen entsprechenden Effekt haben? Nein. Nein, nein, nein. Ich mache das bündig. Das machen wir, wenn, dann machen wir das ordentlich. Ich schneide jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich beim Schweißen wieder. Guck dir das mal an. Das sind doch mal akkurate Schnittkanten. Das kriegst du freie Hand mit dem Plasmaschneider nicht hin. Das kriegst du freie Hand mit dem Schneidbrenner nicht hin. Mit dem Winkelschleifer, ja, eher schon, aber dann kriegst du die Ecken nicht so schön hin. No? Also, so viel zum Thema Metallbearbeitung mit der Stichsäge. Geht wunderbar. No? So, jetzt die Kanten entgraten und dann wird geschweißt.
Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, dass das funktioniert. Ausnahmsweise mal gemessen und gezeichnet, wenn nicht direkt gezeichnet. Aber das sieht doch schon mal geil aus, oder? Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? So. Und weil es so toll ist, gehen wir jetzt in die Zeitraffer und schweißen das fertig. Ich habe den Dreck überall sitzen. Yippie, ja, aber wenn man Dreck in der Fresse hat, dann hat man einen erfolgreichen Tag in der Schmiede gehabt. Und ich muss sagen, das sieht schon ganz schön badass aus. Also, das war die richtige Entscheidung, das Tropfenblech zu holen. Und? Willst du es sehen? Ja? Okay. Wo habe ich meine Handschuhe gelassen? Das Teil ist noch scheiße heiß. Aber richtig heiß. Aber gut. Moment. Nehmen wir doch nochmal wieder diese Perspektive. Das alleine wiegt jetzt alleine schon fast, ja, 8, 9, 10 Kilo. Aber man kann sich dann immer mehr und mehr vorstellen, wo die Reise hingeht. Ich denke mal, ich werde das in Zukunft vielleicht auch gar nicht verschrauben müssen. Das kann ich einfach so machen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind jetzt 35 cm. Aber 35 cm lange Nähte am Stück zu schweißen, boah. Aber geht. Gut, auf dieser Seite habe ich nicht am Stück geschweißt, da habe ich hier einmal abgesetzt, weil mir hat meine rechte Hand wehgetan, von der Zwangshaltung. Aber ansonsten, Gernot, du hattest recht, natürlich, wenn man stechend schweißt, kriegt man wunderschöne Nähte hin, die man kaum nachverputzen muss. Aber ich verputze meine Nähte sowieso relativ selten. Aber die Kanten sind vollgeschweißt, es hat sich nichts verzogen. Das Ding sitzt wie Arsch auf Eimer. Ja, und damit ist für heute die Arbeit auch erledigt. Und ich muss sagen, das hat sich echt gelohnt. Also das Teil jetzt, dieses 5 mm Tropfenblech, das war definitiv die richtige Entscheidung. Und es ist auch noch schön warm. Und ich denke mal, das geht so schnell nicht kaputt. Das Schweißgerät ist echt am Glühen gewesen. Aber das hat es wunderbar gepackt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht keine mehrlagigen Nähte. Das ist einfach eine Naht, jeweils immer dran lang. Die Fuge schön voll gemacht. Ich habe ja auch nicht auf Stoß gesetzt, sondern habe quasi noch so einen halben Millimeter bis Millimeter Luft zwischen den Platten gelassen, damit man das wirklich schön voll drücken kann. Mit dem Schweißgut, und das hat wunderbar funktioniert. Das wär's für heute. Jetzt kann ich mich wieder dran machen. Es ist jetzt 9:45 Uhr. Mal gucken, in einer halben Stunde ungefähr habe ich das Video geschnitten. Dann wird's hochgeladen und dann irgendwann heute Nacht um 12 Uhr wird's online sein. Und dann habt ihr was zu gucken. Ja. Morgen vielleicht geht's weiter. Mal gucken. Je nachdem, wie ich es schaffe. Ich trinke jetzt meinen Kaffee noch zu Ende, schneide das Video jetzt noch. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, kostentechnisch, wie gesagt, heute mit dem Materialkauf. Wir nähern uns der 250 Euro auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss am Ende vielleicht doch nochmal aufschreiben, genau was ich alles so an Material gekauft habe und so. Aber
Letztendlich scheißegal. Wie gesagt, nächster Schritt ist Isolierung machen, Löcher bohren für die Brenner. Zwei außen, einen in der Mitte und dann die Muffen dafür einschweißen, dass die auf Dauer sitzen können und dass ich dann einfach theoretisch dann die Brenner dann nur umstecken muss oder was. Muss ich mal gucken. Ach ja, und dann auf jeden Fall auch, hier kommen noch jeweils auf jeder Seite ein kleiner, ich werde es so machen, dass auf jeder Seite ein kleiner Winkel ist und eben mit ein paar Schrauben, mit zwei Schrauben jeweils, dass das hier unverrückbar drauf sitzt, dass das nirgends hingehen kann. Ja, und jetzt ist Feierabend. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für deine Neugierde, für eure Neugierde. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Mal will ich dich, mal will ich du sagen, mal will ich euch sagen. Wundert euch nicht, wundere dich nicht. Ich denke mal, es ist selten, dass mehrere Leute gleichzeitig das Video gucken. Deswegen wollte ich mir eigentlich auch mal angewöhnen, mal zu sagen, dass ich dich begrüße und dass ich mit dir spreche. Aber letztendlich, naja, irgendwann werde ich mir selbst mal einig darüber sein, wie ich es handhaben will. Es ist auch schon wieder spät. Man merkt es, ich bin auch schon seit heute Morgen 6 Uhr wieder auf den Beinen. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Liken, kommentieren, nicht vergessen, wenn das jetzt dein erstes Video ist, was du hier bei mir auf meinem Kanal siehst. Ich mache noch nicht täglich Videos, im Moment mache ich fast täglich Videos, aber auch nur, weil ich die Zeit dazu habe. Es können auch mal Zeiten sein, wo ich mal 2 Wochen lang kein Video hochlade, weil ich mache mich doch überhaupt nicht verrückt mit, dass ich jetzt irgendwie mal an einem bestimmten Tag in der Woche immer ein Video hochladen muss, sondern ich lade die Videos so hoch hier bei YouTube, wie es gerade passt, wie es gerade kommt und wie ich gerade meine Projekte laufen habe. Oh, das ist schön warm, ich brauche die Heizung gar nicht mehr. Feierabend, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt, stopp. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Patrick dafür, dass du mir die Musik geschickt hast, die ich hier mit in den Hintergrund mit einfügen konnte. Finde ich sehr gut, sehr coole Sache. Patrick, ich habe von dir jetzt noch keinen Link bekommen, wo ich dich verlinken kann, falls man dich überhaupt irgendwie verlinken kann. Wenn du dich verlinkt haben möchtest, dann schreibst du mir doch eben bitte per E-Mail oder beziehungsweise du schreibst es hier unten in die Kommentare rein, wo man dich und deine Musik antreffen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass du mir deine Musik zur Verfügung gestellt hast und jetzt ist aber wirklich Feierabend. Tschüss.